Willkommen am Stubaier Gletscher, ich bin der Kostner David. Heute präsentieren wir euch unseren Gletscherburger zum Nachkochen, den ihr auch in unserem Burgerrestaurant der Jochtolle genießen könnt. Wir haben für euch ein Rezept vorbereitet, das findet ihr unten in den Kommentaren, sodass ihr das auch zu Hause nachkochen könnt. Wir verwenden ausschließlich Produkte von lokalen Produzenten für unseren Burger, sodass wir sicherstellen können, dass wir ein Top-Produkt für euch auf den Teller bringen. Tipp Nummer 1, die Fleischqualität. Verwendet ein Stück Rindfleisch, am besten von einer Kelbin, das heißt eine Kuh, die noch nicht gekalbt hat. Die hat die beste Fleischmarmorierung, die ihr unbedingt für euren Burgermix braucht. Tipp Nummer 2, der Burgermix. Schaut, dass euer Mix möglichst clean bleibt. Ihr wollt ja das Fleisch schmecken und nicht alles andere. Tipp Nummer 3, die richtige Gartemperatur. Wichtig ist eine hohe Gartemperatur, um euer Fleisch schön und rosa zu braten. Nehmt am besten euren Holzkohlegrill, schaut, dass ihr eine richtige Glut habt und grillt euer Patty schön rosa darauf. Tipp Nummer 4, der richtige Burgerbun. Für die ambitionierten Bäcker unter euch haben wir in den Kommentaren ein Rezept beigefügt. Ansonsten geht zu eurem Bäcker des Vertrauens und besorgt euch einen luftigen Burgerbun, den ihr dann auf beiden Seiten toastet, damit sich der Burgerbun nicht vollsaugen kann mit Fleischsaft und Soße. Tipp Nummer 5, der richtige Käse. Verwendet einen leicht schmelzenden Käse wie Gouda oder Cheddar. Für unseren Gletscherburger verwenden wir einen Scamorza, der sich durch sein rauchiges Aroma auszeichnet und perfekt über das Fleisch schmilzt. Das waren 5 Tipps für einen gelungenen Burger. Die Komposition der Zutaten machen unseren Gletscherburger zu etwas Besonderem. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhause nachkochen. Schöne Grüße und alles Gute vom Stubaier Gletscher.